und Servus zu einer neuen Folge von Let's Play Let's Design Cities Skylines. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Ja, letzte Folge haben wir uns um den Straßenverlauf der vor uns liegenden Straße gekümmert und die durch ja diese Schienenstraße hier ersetzt und aber auch ein wenig um die Güter in unserer Stadt gekümmert. Das läuft jetzt relativ gut, sage ich mal, fürs Erste. Ich habe es noch nicht ganz genau kontrolliert, aber ich denke, wir sind auf einem guten Weg und das wird auch so beibehalten werden. Jetzt geht's aber los mit der heutigen Folge und zwar, bevor ich erkläre, was ich überhaupt vorhabe, ich möchte mich bei fast 760 Abonnenten bedanken. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür und wenn du neu dabei bist, willkommen in der feinen Studio-Community und viel Spaß mit allen Videos am Kanal. So, jetzt aber eigentlich Werbung beiseite. Und zwar, ich würde heute ganz gerne dieses Gebiet hier und dieses Gebiet hier ein bisschen erschließen. Und wenn dann noch Zeit ist, ja, da drüben, das lassen wir jetzt einmal. Schauen wir sich ganz einfach einmal das hier an. Ich denke, das bringt noch ein wenig mehr Arbeit mit, als ich jetzt ursprünglich überlegt habe, sage ich mal ganz ehrlich so. Gut, dann. Also das Wichtigste ist einmal, dass die Geschwindigkeiten im Umkreis dieses Gebiets alle relativ gut sind. Also hier haben wir 60, 50, 60, 60, ja 60, was haben wir hier, 60, hier haben wir noch 60, aber hier haben wir keine 60, gut. Dann gehen wir da gleich einmal die 60 dazu, weil dann, ja, dann ist dies auf jeden Fall mal eine gleichwertige Straße und dann können wir jetzt da innen drinnen uns um die ersten, ja, sagen wir mal, Straßen kümmern und da würde ich auf jeden Fall gerne mit der hier anfangen. Dass man nämlich da quasi in diesem Gebiet hier eine, naja, sagen wir mal, Hauptstraße anbieten können. Ich überlege nur gerade, wo ich das am besten anschließe, das Teil. Weil, was wäre, wenn wir das hier mal so anbieten? Sieht gar nicht so schlecht aus. Das Einzige, das wir da jetzt gleich einmal unbedingt machen müssen, ist das hier unterbinden. Da dürfen sie fahren. Und von mir sollen sie da auch fahren. Und dann holen wir uns den Node-Controller zu Hilfe. Mit dem machen wir da gleich einmal weiter. Genau, das darf dann gern so aussehen. Das Teil lassen wir. Und da würde ich, was würde ich denn da am liebsten tun? Also eigentlich würde ich da tatsächlich ganz gerne das hier verwenden. Dann nehmen wir das. Jetzt holen wir sich das hier. Und gehen da mal ein Stück parallel rüber. Kriege ich das nicht angeschlossen? Ort ist bereits belegt. Schließen wir das mal so an. Schauen uns das gleich an. Was haben wir denn da jetzt für eine interessante Konstellation? Das sieht ja ganz toll aus. Da ist ein Node zu viel, glaube ich. Ja. Genau. Na, das ist doch richtig cool. So, dann haben wir hier gleich einmal gerade, gerade, recht. Ah. Naja. Gerade, gerade, rechts.
So. Jetzt machen wir es so. Und sagen gerade rechts. Könnten wir aber gleich mit den Fahrspurverbindern weiterarbeiten. Ja, sorry, ich weiß. Aber da können wir gleich sagen, zack, zack, zack. Hier sagen wir zack, zack, zack. Und du gehst darüber. Und du gehst darüber. Da haben wir auch noch etwas zu korrigieren. Das machen wir so. Das machen wir so. Das machen wir so. Ach ja, je, diese Straße haben wir ja auch noch nicht. Okay. Naja, fürs Erste ist er mal egal. Machen wir das so. Hoffen, dass sich das jetzt langsam einrenkt. Da haben wir alles, was wir brauchen. Ja, dann sollte sich das ja hoffentlich ergeben. Da stecken Straßenbahnen ineinander drinnen fest. Ja, passt. Hoffen wir mal, dass das so hinhaut. Da können wir mal fix Da können wir das einmal so verändern. Ah nein, können wir nicht. Oh. Da haben wir zwei Ampeln hintereinander. Ganz ehrlich, dann lassen wir diesen Linksabbieger da mal fürs Erste weg und ich werde mir da was einfallen lassen. Besser gesagt, ich werde mir da was einfallen lassen müssen, weil ja, sonst haben wir ein Problem. Oder wir machen es so. Geben ihm das hier. So. Ja, besser, viel besser. Dann können wir diese Nachrangssituation hier belassen. Und sind hier mal nicht so schlecht angespannt mit der Situation. Ja, das passt auch. Hier machen wir das so. Und hier machen wir das so. Ist auch nicht so schlecht. Auch hier Nachrang, Nachrang. Verändern wir mal nichts. So. Gut. Okay. Überredet. Ich habe die Stimmen gehört. Ich habe die Stimmen tatsächlich gehört. Überredet. Wir lassen das hier so. Eben weil wir hier gerade und rechts. Hier gerade. Hier gerade.
Hier auch. Gerade. Gerade. Und abbiegen. Und so. Und so, so. Okay. Dafür kommt aber hier eine zeitgesteuerte Ampel her. Und an dieser Ampel oder an dieser Kreuzung machen wir Folgendes. Genau. Dann darf der natürlich selbstständig so fahren. Und dann haben wir das Problem hier gelöst. Und dem erlauben wir noch das hier. Dann sollte sich eigentlich alles ausgehen. Gut. So. Das kann man auch so lassen schon einmal. Hier machen wir fix das Gleiche. So. Ja, das sieht gut aus. Das können wir durchaus so lassen. Stört mich gar nicht. Ich schaue nur ganz kurz etwas. Ja. Das ist auch in Ordnung. Dann würde ich gern hier so etwas machen. Ah, warum nicht? Gehen wir durch. Und dann hätte ich hier gerne so kleinere Straßen. Mit Parkmöglichkeiten, wenn es ginge. Machen wir das hier. Das sieht gut aus. So, jetzt würde ich dann, na, da machen wir noch einmal weiter mit dem hier. Das darf gern so bleiben, das stört mich nicht. Jetzt haben wir hier einen Weg, aber das Wichtigste ist, um eben denen da gleich einmal zu sagen, könnt ihr euch gleich einmal abschmieren. Das ist eine 30er-Zone. So. Jetzt natürlich noch den Node-Controller beüben. Ja. Die werden dann irgendwie schöner, wenn man da überall einmal drauf drückt. Genau. Und selbstverständlich, wir lassen ihnen zwar die Schutzwege, aber wir nehmen nur die Markierungen weg. Dürfen sie gern bleiben. Und da
möchte ich es auch weghaben. Es kriegt schon ein bisschen ein Flair, das mir auch so gefällt. Jetzt hätte ich ganz gerne hier das hier und dann würde ich mich mit dem gerne mal beschäftigen. Gebiet, Tiefe. Okay, kann man da. Ja, das sieht schon einmal besser aus. Damit kann man schon. Ja, das sieht so besser aus. Weiß nicht. Na, das schauen wir sich dann an. Aber ja, da bin ich einverstanden damit. Bei egal. Lassen wir das einmal so. Gut, jetzt hätte ich noch ganz gerne sowas hier, beziehungsweise nein, Moment, ich hätte ganz gern tatsächlich das hier. Na, Autosave oder einfach nur ein bisschen buggy gerade. So. Machen wir das. Da in der Verlängerung machen wir das. Da in der Verlängerung machen wir das. Da in der Verlängerung machen wir das. Dann sieht das schon halbwegs gut aus. Wir werden jetzt nur noch ein bisschen mit dem Node Control, mit dem Movit Mod, werden wir dann noch das ein bisschen stimmiger ziehen. Dass es optisch schöner aussieht. Das lassen wir dann so. Gut, dann brauchen wir kurz den Node Control. Dann eben hier auch. Na. Hier keine Schutzwege mehr. Ich denke hier auch nicht. Wobei ich hier ja schon versucht wäre, und das machen wir auch, dass man hier wirklich nur sowas hier nehmen. Da einfach rüber gehen. Darüber gehen. Ja, ich weiß. Aber dass wir das so machen. Das ist voll okay so. Ampel brauchen wir hier aber dann keine.
deaktivieren wir. Schutzweg brauchen wir hier ebenfalls keinen. Haben wir wahrscheinlich aber auch gar nicht. Schauen wir noch einmal nach. Perfekt. Haben wir da irgendwo jetzt noch eine verpackte Straßenbahn? Ja, da haben wir noch eine verpackte Straßenbahn. Gut, das müssen wir auch rausnehmen. Ich hoffe, jetzt haben wir es dann gleich. Jetzt hat sich die hier verpackt. Ich werde porös. Kannst du noch selber fahren, oder? Na, schauen wir mal, ob sich da was tut. Die fährt. Die fahren auch. Die fährt nirgends mehr hin, die hat sich verpackt. Gut. Holen wir uns die nächste aus dem Depot, das passt. Wichtig auch hier. Die 30, genau. Und hier brauchen wir. Genau. Dann passt das auch. Da bessern wir noch nach. Gerne ein bisschen auseinanderziehen. Und nach hinten ziehen. Auch hier entfernen wir die Schutzwege. Da haben wir noch sowas. Genau. Haben wir noch sowas? Ja. Noch irgendwo Ampeln? Da fahren schon LKWs durch. Ich glaub's einfach nicht. Ich werde da gleich wieder ein generelles LKW-Fahrverbot aussprechen. Das gibt's doch nicht. Dass das. Die dürfen doch da eh runterfahren. Warum tun sie das nicht? Wollen wir nochmal anschauen da. Eigentlich dürfen sie alles. Naja, gut, also. So. Ja. Keine LKWs. LKW-Fahrverbot. Das LKWs? Da habe ich jetzt die Müllsammelfahrzeuge. Na, das sind sie. So. So. Gut. Kann man tatsächlich so lassen. Dann können es da auch runtergehen. Und hier, hier, darüber. Ja, das passt. Was wir ihnen jetzt noch anbieten könnten, wäre, dass wir sagen, gut. Lasse ich gern von hier schon darüber gehen. Und gerne hier auch. Ja, das passt. Gut, dann jetzt mit den Zonen arbeiten. Da würde ich gerne hier Büros hinsetzen. Büros, Büros. Ich glaube mal, dass es besser ist, wenn wir es so machen. Lassen wir da ein bisschen an Wohnspaß.
Da überlege ich mir noch, was, schauen wir mal, was sich da jetzt baut. Oder was sich da noch bauen möchte. Da hätte ich jetzt ganz einfach nur gerne so Parkanlagen. Haben wir irgendwas schön Großes hier? Ja, was schön Großes, genau. Es wird sich genau um die zwei Flächen hier drinnen handeln. So. Viel zu groß. Würde aber da reinpassen. Den nehmen wir auch. Platzieren ihn da mittig hinein. Ganz ehrlich, das kommt weg. Wir nehmen den und setzen den da auch noch einmal rein. Dann haben wir zwei von den Teilen. Bauen die auch so zwillingsartig schräg nebeneinander ein. Sieht gut aus. Genau. Na, das passt doch. So, dann sagen wir hier mal Gravel. Dann suchen wir da mal was. Nehmen könnten. Setzen das so hin. Dann machen wir hier mal Concrete. Gehen auf alle. Nehmen die 12er Platten und blenden das hier einfach mal voll. Ich sag's ganz ehrlich, ohne Rücksicht auf Verluste. Wird hier mal drauf losgepflanzt. Dann nehmen wir vielleicht doch lieber die. Na, warte mal, ich habe noch 8 Achter, glaube ich. Das sind die 8 Achter. Und die passt mal hier. Auch nicht wirklich. Waren mal die größten Platten, die 4-4er, möchte ich wohl nur sagen, ne? Also, jetzt kriege ich es gerade mit den Achtern irgendwie hin. So. Da hätte ich nämlich gern so eine Baumreihe. Schauen wir noch einmal mit den Fillern. Ja. Haben wir eigentlich irgendwelche anderen Filler, die wir noch nicht haben? Nicht wirklich. Nehmen wir die. Versuchen es schön auszurichten. Nehmen wir die Teile. Kann man die zusammenglitschen? Verschwindet dann diese Randsteinstruktur tatsächlich? Die verschwindet. Na schau. Das sieht doch gut aus, bitte. Jetzt kopieren wir es uns.
Setzen wir die Teile da noch hin. Dann sieht das Ganze auch schon um einiges lebendiger aus. Gut, jetzt brauchen wir halt noch einmal die 1212er Concrete. Dann machen wir ja auch noch dicht. Alles die gleichen Häusertypen. Naja. Was haben wir denn hier noch? Das sind nur so IT-Cluster, oder? Ja, das sind IT-Cluster. Die sind mir dann schon ein bisschen zu groß. Warte mal. Also mit dem könnte ich ja gerade noch leben. Müssen wir die auch zusammenschieben. Hat irgendwie etwas, das sieht merkwürdig aus. Und vor allem, warum sind da Bretter drin? Renovieren die das gerade? Das sieht irgendwie aus wie so eine schäbige Baustelle. Der Seite ist es brauchbar. Aber der Spalt halt nicht. Moment. Dem mal Abhilfe schaffen. So. Und deine Farbe. Sieht schon besser aus. So, das kommt einmal weg da. Warum verrecord er mich jetzt gerade? Ja. Moment. Nicht mit mir, mein Freund. Ich hab das auch noch. Autosave. So. Genau. Und jetzt nehmen wir das Gebäude, probieren uns die Farbe, fügen die in alle diese Gebäude hier ein. Dann haben wir hier einen etwas interessanten Stil. Machen wir sowas. Ich will aber eigentlich können die da durchgehen? Und die dürfen gerne da gehen. Dann holen wir uns hier wieder Concrete. Ja, und dann ist das auch schön abgeschlossen. So, hier brauchen wir jetzt noch
Hier brauchen wir jetzt noch da kriege ich das Problem ist, ich kriege die da gerade nicht hin, richtig, weil die da angeschlossen sind. Ich kann aber, wenn ich will, das so machen und das so machen. Haben die die gleiche Farbe? Mittlerweile schon, ja. Das sieht gut aus. Nehme die beiden. Setz die da dran. Glitscht das mit dem zusammen? Ah, das muss man ein bisschen auskünsteln hier. Das gefällt mir immer noch nicht. Dann kommt da ganz einfach. Das hat auch was. Genau. Und hier holen wir uns noch was. Ah. Mal das kleiner. Na, das kann schon was. Dann brauchen wir noch Concrete. Ah, nehmen wir die Achter oder was machen wir da jetzt genau? Ich weiß, was wir da machen. Machen das so. So. Hier müssen wir denen auch noch die Möglichkeit geben, wenn sie möchten. Sie hier rübergehen. So, dann können sie hier auch nämlich durchgehen. Da haben wir noch ein bisschen ein Glitch-Problem. Jetzt haben wir es. Das war so ein blauer kleiner Bug, den haben wir jetzt auch beseitigt. Gut, jetzt brauchen wir hier noch etwas, mit dem wir hier irgendwie argumentieren können. Aha, jetzt kriege ich gerade gar nichts zusammen. So, jetzt aber. Ah, da hätten wir auch was Schönes. Ja, ich war jetzt ein bisschen ruhig aus dem einfachen Grund, weil ich mir irgendwie denke, naja, warum eigentlich nicht, oder? Ich meine, kann man schon lassen. Vielleicht noch ein bisschen nachjustieren. Ja, so, dann nehmen wir die auch. Probieren uns die Freunde. Was. Dann holen wir uns hier Bäume. Ja. Nein. Aber ja. Was bist denn du? Ich meine,
Tisch. Kirschbaum. Was haben wir denn hier? Boah. Zu groß, viel zu groß. Aber das können wir schon da reinstellen. Wir lassen es so. Bevor ich da jetzt lang herum tue, lassen wir es so, weil das sieht eh schon nicht so schlecht aus. Vielleicht haben wir hier noch eine Uhr. Die können wir doch da hinstellen. Gut, jetzt würde ich ganz gerne hier noch etwas tun, und zwar würde ich auch hier ganz gerne schauen, was wir hier in Gebäuden bekommen, nämlich hier und hier. Ob sich dann noch was Schönes hinbaut. Das passt, das gefällt mir. Sogar das mit den kleinen Häuschen hier, das ist in Ordnung. Da wäre es nicht schlecht, wenn da vielleicht noch ein bisschen was. Ja. Nicht ganz so nackt hier aussieht. Wieder viermal die gleichen Häuser. Da kommen nur die gleichen. Das ist jetzt ein bisschen ärgerlich. Aber warum? Merkwürdig irgendwie. Muss ich, glaube ich, selber Hand anlegen. Ganz ehrlich, das mache ich auch. Was seid ihr? Ihr kriege euch schon dahin, wo ich euch haben will. Mache ich jetzt was Interessantes. Ich habe eine Idee und die versuche ich jetzt umzusetzen. Okay, dann müssten die da eh auch da drin sein. Ja, die sind von Titan. Ich habe es mir fast gedacht. Naja, das ist natürlich jetzt wieder mal klassisch. Optimal. Hm?
Perfekt. Vor allem, das sieht auch gut aus und passt zu dieser Landschaft hier. Können wir jetzt direkt sogar, wenn wir es wollen, können wir noch sagen, Concrete. Nehmen uns aber nur das Kleine, bitteschön. Und zwar genau hier. Das passt. Und die Gebäude hier. Glitschen wir so zusammen. Ja, optimal. Aber tatsächlich. Dann schauen wir, dass die alle auf einer Höhe sind. Probieren wir mal. Ja, da haben wir einen vergessen. Oh, das sieht nicht schlecht aus. Sieht das vielleicht besser aus? Wenn wir sagen, wir hätten es gerne auf der. Ja, ich weiß, ich habe dich vergessen. Ich bin noch nicht so ganz überzeugt. Ich sag's ganz ehrlich, denn ich verstehe nicht, warum ich eigentlich nicht auf die Gebäudehöhe bringen kann. Na bitte, das ist doch optimal. Okay, und jetzt können wir hier gerne sagen, damit es besser aussieht, gehen wir mit denen ein Stückchen runter. Wunderbar und optimal. Und jetzt versuchen wir noch, damit es besser aussieht. Auszuglätten. Dann nehmen wir hier Decol. Sieht auf jeden Fall einiges besser aus. Und hier können wir gerne noch das Zeug hier nehmen.
So. So. Machen wir das natürlich hier auch. Gut. Das nimmt Form an. Jetzt drehen wir das Ganze. Auch ein bisschen in die andere Richtung schauen kann. Und da wir irgendwie, oder da ja unser Motto mit diesen Bäumen eigentlich, oder aus diesen Bäumen hier besteht, nehmen wir noch sowas hier dazu. Den haben wir da noch rein, den stellen wir da noch rein. Wir haben wieder ein neues Stadtgebiet dazu entwickelt und sind bei 52 Minuten. Und da ich die Folge heute ausnahmsweise nicht so lange werden lasse oder so lange werden lassen möchte, werde ich mich jetzt von dir verabschieden. In diesem Sinne und damit sind wir am Ende der heutigen Folge angelangt. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Wenn sie dir gefallen hat, würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen schönen Tag, einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal zu Let's Play, Let's Design, Cities Skylines. Bleib gesund. Servus.